Willkommen zurück bei Gothic 3. Für mich ist jetzt ein paar Tage her die letzte Aufnahmerunde. Und ich kann mich aber noch gut erinnern, wir waren natürlich auf dem Weg. Oh, hier werden gerade die Schatten geladen. Nanu? Gerade auf dem Weg nach Varant in die Wüste endlich. Und jetzt müssen wir uns erstmal mit dem Minecrawler rumschlagen. Und mit seinen Brüdern und Schwestern, die da oben gerade durch das Gebirge glitschen. So, was ist jetzt? Ach Gott. Da ist er. So, sehr gut. Also kämpfen funktioniert noch. Hab ich die Fleischschwanze erwischt? Ja. Noch eine? Ne, die lebt noch. Lebt auch noch. Ja, komm schon, der Minecrawler. Nö. Ich musste gerade, sonst wäre ich an den Minecrawler nicht rangekommen. Oh, komme ich auch so nicht? Okay, kann ich nicht looten? Schade. Kleinen Moment mal. Muss mal kurz. So. Schade. Sehr schön. Rohstahl war wieder dabei. Ast rein. Oh, was haben wir denn hier? Ein Fläschchen, okay. Gut, wir sind hier gestorben. Viel Gold. Ein Schild, ein Goldpokal und ein rostiger, großer, fetter Zweihänder. Oh, da war noch mehr drin. Hast du noch was? Noch ein Silberpokal. Ach, guck mal hier, eine Axt. Eine Hacke. Die Fleischschwanzen sind so ein bisschen im Weg. So, wo kommen wir denn hin, wenn ich hier hinten rausgehe? Ah, okay. Wir hätten auch den Weg weitergehen können, dann wären wir auch hier rausgekommen wahrscheinlich. Oh, 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 oh. Da stehen aber welche rum. Ich glaube, von der anderen Seite wären wir dann da rangekommen. Ich gehe aber mal davon aus, dass das keine Bösen sind. Okay. Eventuell habe ich mich getäuscht. Scheiße. Direkt mit einer Banditenklage zu tun. Krass, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass das normale Rebellen sind, die da rumstehen, leider nicht. Ah, da stehen schon einige rum, ne? Noch zwei. Hier auf jeden Fall noch 1, 2, 3, 4, 5. Vielleicht kann ich die wieder einzeln hier ein bisschen vorlocken. Ja, erstmal du, genau. Vielleicht ist das ja doch ein bisschen geheimer hier hinten. Scheiße, die anderen kommen auch. Okay, nochmal leichter. Sehr gut. Okay, sehr gut.
Plündern wir direkt mal, bevor wir da hinten die anderen noch nehmen. Nochmal Rohstahl. Sehr gut. Frage mich, was die hier machen. Vielleicht gehört das direkt wieder zu einer Quest, die wir jetzt einfach so, schon so erledigen. Ich glaube, die belagern einfach bloß hier den Durchgang zwischen Varrant und dem Mittelland. Halt. Ich reiß dir den Kopf ab. Jetzt bist du dran. Sperrbandit. Ui, 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 ui. Ah, hier haben sie alle drei. Schwerer, leichter und normaler Bandit. Sehr gut. Das war's. Ich denke, das waren alle. Ja. Genau, wir standen doch hier vorne gleich, oder nicht? Da haben wir noch ein Schild. Halt. Hier liegt noch sein Schwert rum. Wären wir sonst gekommen. Genau, da hinten war der Höhleneingang. Haben wir hier oben vielleicht irgendwo Kronstöckel? Ne. Schade. Ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich finde den Übergang so toll vom Mittelland zur Wüste. Richtig gut gemacht. Na gut, dann gehen wir weiter. Endlich mal wirklich jetzt aber diesmal in die Wüste. Wir sind bis zu diesem Zeitpunkt knapp 24 Stunden schon im Spiel. Haben nur das Mittelland gesehen, haben da das meiste schon gemacht. Unten steht direkt wieder einer, da auch. Okay, sind die uns wohlig gesund? Ich denke nicht, oder? Jetzt wirst du was erleben. Krass, immer noch Banditen. Das ist ja abgefahren. Jetzt bist du da. Da, da. Da. Oh, was denn der da drüben mit seiner Scheiße? Nicht mit seiner Scheiße, mit seiner Armbrüstung geschossen. Einmal quer in die Luft. Ah, ich sehe nicht so viel, müssen wir uns merken, dass hier einer im Busch liegt. Ja, die sehen auch schon so ein bisschen anders aus, zumindest hier die leichten Banditen. Für den schweren Banditen. Oh, wir haben hier Kurt. Kurt fährt fort. Nice, ruf bei den Rebellen plus 1. Sehr, sehr gut. Okay, dann haben wir die Banditen hier am Pass erledigt. Einer der schweren. Na, sag mal. Jetzt aber gut hier. Direkt mal die Banditenplage hier erledigt. Astrein, super. Schutz vor Geschossen plus 10. Eine alte Truhe. Lebensenergie Erz haben wir gefunden. Wir brauchen unbedingt Erz. Ich hoffe so sehr. Ah, die Musik, die hier schon kommt. So leicht wüstenähnlich ägyptisch. Oh, geil. Ah, was freue ich mich drauf. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. So, genau. Erz brauchen wir. Ich gehe mal wirklich davon aus, dass wir genügend Erz finden. Denn mit... Oh, hatte der einen Feuerkelch dabei? Hör auf damit.
doch gerade so aus. Vollköch, wir haben schon 6. Na geil, da fehlen uns bloß noch 6. Ein Dutzend Vollköche sind hier versteckt. Ein Paladin-Schwert. Super. So, warte mal, in welchem Busch hing der eine vorhin? Ich glaube hier vorne in dem nächsten. Ich glaube, das war der gerade. So, wie sieht's denn mit dem Paladin-Schwert aus? Nee. Kommt immer noch nicht an das Bastardschwert ran, welche wir aus dem Erz schmieden können. So, um mal meinen Gedankengang zu Ende zu bringen. Da ist doch noch einer. Ich reiß dir den Kopf ab. Auch geil. Auf dem Weg zur Wüste findest du ein Amulett mit Schutz vor Eis. Ach Quatsch. Da geht's ja noch weiter. Ich gehe kaputt. Okay, das ist die richtige Richtung. Hier stand irgendwo wieder einer rum. Genau. Noch so ein Vorposten der Banditen. Oh. 1, 2, 3, 4. Die schweren Banditen, die fallen halt nicht um durch die schweren. Shit, hat er mich so erwischt. Juhu. Haufen Reis haben wir. Ich habe das noch nicht einmal gegessen. Ja, okay, gar nicht so viel, 32. Ich hätte gedacht, dass wir davon locker schon 100 oder so dabei haben. So, was haben wir hier hinten? Noch ein Ogerblatt. Jawohl, Dietriche, sehr gut. Da hatten wir irgendwann mal so viele aufgebraucht, dass wir gar keine mehr dabei hatten. Na, ein seltsamer Pilz. Rohstahl. Super. Okay, weiter geht's. Das Grün hält sich immer noch. Noch keine Wüste zu sehen. Da oben, da ist ein Zelt. Da. Vor meinem Kopf. Hier im Norden der Wüste nicht irgendwo so eine... Ah ne, okay, war keine Ausgrabung. Eine im Osten, zwei im Süden. Oh, und hier geht's zur Wüste. Super, endlich angekommen in Varant. Warte, Wanderer, geh nicht vorbei. Du könntest dein Glück verpassen. Ich grüße dich, Reisender. Willkommen in Varant, der großen Wüste. Du wirst durstig sein. Hier, trink einen Schluck kühles Wasser. Erzähl mir über die Wüste. Die Wüste ist ein gefährlicher Ort. Ohne Wasser wirst du nicht weit kommen. Abseits der Wege lauern Nomaden und wilde Tiere. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Also, wenn du in die Wildnis ziehst, besorg dir eine anständige Waffe. Und natürlich musst du immer genug Wasser dabei haben. Wir Assassinen leben in den Städten. Dort bist du sicher. Wo bekomme ich eine Waffe her? Folge dem Weg. Er führt dich direkt nach Braga.
Es ist zwar nur ein kleines Dorf, aber du kannst es nicht verfehlen. Dort wirst du alles bekommen, was du brauchst. Natürlich gibt es dort nicht so frisches Wasser wie bei mir. Schon klar. Erzähl mir von eurem Volk. Wir Assassinen sind ein bescheidenes Volk, geknechtet von Innos singendem Fluch. Die unbarmherzige Sonne lässt nicht zu, dass in diesem Land viel wächst. Man kann sagen, dass wir von der Hand in den Mund leben. So? Natürlich gibt es die ein oder andere Annehmlichkeit, aber die sind Zuben und seinen Schwarzmagiern vorbehalten. Wer ist Zuben? Zuben ist unser großer Anführer. Er ist uralt und verfügt über die Macht Belias. Wir zollen ihm Tribut und er hält Belias zornigen Blick von uns fern. Und seine Krieger und Schwarzmagier schützen uns vor den Nomaden. Tribut? Gold und kostbare Güter. Wir bezahlen, auf dass uns kein Unheil widerfährt. Verstehe. Zeig mir deine Ware. Als ob wir eine Waffe brauchen. Wir brauchen aber so solche Sachen, da müssen wir mal dran denken. Hämmer, Spitzäxte. Irgendjemand brauchte das noch. Genau, in Vanguard war das nämlich Wasser. Ich kaufe das mal, wir brauchen sie eigentlich nicht, aber zum Fläschchen brauen können wir das hier ruhig später nehmen. So. Ich glaube, man hört die Musik gar nicht, oder? Ich müsste die mal ein bisschen lauter machen. Stehen aber trotzdem eine ganze Menge Heilwurzeln und eine Königsdistel. Was kann die denn? Eine Königsdistel. Schon die zweite. Weiß jetzt gar nicht, ob das auch eher was Seltenes ist. So, da unten ist Braga. Ah, da geht's hier los, die Musik. Wen haben wir denn hier? Sklave. Hier am Feuer? To fail. Sieh weiter, Fremder. Hier lauern überall räuberische Nomaden. Was machst du hier? Ich wurde aus meiner eigenen Stadt geworfen. Aus Braga. Ich war dort der Chef. Jetzt sitzt Nachalem in meinem Haus. Was ist geschehen? Ich hatte den Tribut für Zuben gesammelt. Aber dann haben Nomaden mich überfallen und alles geraubt. Und deshalb wurdest du rausgeschmissen? Ja. Ich kann froh sein, dass ich noch lebe. Wer ist dieser Nafalem? Einer von Zubens Schwarzmagiern. Er ist gekommen, um den Tribut zu holen. Erzähl mir von Zuben. Zuben ist unser großer Anführer. Er sitzt im Palast von Ishtar und er trägt die Macht Belias. Wir zollen ihm Tribut, damit er Belias zornigen Blick von uns fernhält. Irgendwie eine komische Pflanze hier, das ist weiße. Ich dachte vorhin, dass da steckt ein Knochen drin oder so. Kronstöckel. Geil. Genau die Dinger brauchen wir. Ah, hier kommt wieder die super Musik. Eine Kaktusblüte. Will noch gar nicht da rein. Ich glaube nämlich, wir treffen relativ bald den alten Bekannten wieder. Mach hier keinen Ärger, klar? Jo. Danado. Willkommen, Reisender. Willkommen. Ich weiß, warum du hier bist und bei mir bist du genau richtig. Ach ja? Du bist gekommen, um eine hervorragende Waffe zu kaufen. Und selbst wenn nicht, ich habe noch mehr Waren im Angebot. Wirf doch mal einen Blick darauf. Zeig mir deine Ware. Er hat ja nicht mal gute Waffen. Sklaventod, Alter. Armbrust. Kampfbogen. Elite-Assassinen-Rüstung. Nein, danke. So gutes Zeug hast du gar nicht. Na, was habe ich gesagt? Wen haben wir denn hier?
Hey, Diego, wie sieht's aus? Ich hab mich mal umgehört. So wie es aussieht, ist Zuben immer noch der unumstrittene Herrscher der Wüste. Zuben. Vielleicht sollte ich ihm einen Besuch abstatten. Das wird nicht ganz so einfach. Zuben sitzt in seinem Palast in Ishtar. Und da werden sie dich erst reinlassen, wenn sie sicher sind, dass du ein Freund der Assassinen bist. Also, was ist zu tun? Du wirst einiges für die Assassinen erledigen müssen. Aber so wie es aussieht, gibt's auch einiges zu tun. Am besten, du stellst dich mit den Schwarzmagiern gut. Sie haben den größten Einfluss. Was machst du hier in Braga? Ich wollte eine Runde jagen gehen. Luca sagt, hier gibt's ein paar dunkle Snapper. Ihr Leder eignet sich für die Herstellung von Rüstungen. Wenn du Lust hast, gehen wir zusammen. Klingt doch hervorragend. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Da gehen wir mit Diego mal auf Jagd. Der hat einen super Bogen dabei. Ist, glaube ich, der gleiche, den wir haben, oder? So ein Komposit? Nee, sah das ein bisschen anders. Na gut, ich würde sagen, wir machen hier für heute Feierabend. Endlich in der Wüste angekommen. Ich freue mich. Sieht super aus. Endlich mal was anderes sehen. Schöne Musik hören. Jo, bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.